Hallo und herzlich willkommen bei Antalya Side Livestream. Wir fahren jetzt durch die Triangül durch und durch Sorgun durch, also von Triangül bis nach Sorgun und schauen uns hier die aktuelle Lage an und werden dann wieder herkommen. Links von uns ist der öffentliche Grillplatz, liebe Leute. Und rechts ist auch schon ein Hotel, was hier direkt am Fluss ist. Das letzte Hotel hier von Sorgun, also von Triangül. Das Water Side Hotel. Und daneben an ist auch gleich das Bosporus Hotel. Und jetzt fahren wir mal hier los und schauen uns mal hier überall an die Fortschritte, die aktuelle Lage, weil die letzten Jahre hat sich ja hier sehr viel verändert. Hier links ist einmal ein Wald, der besteht hauptsächlich aus Pinienbäumen. Aber das ist in Triangül und in Sorgun sehr bekannt und sehr üblich. Und hier kommt gleich das Diamond Premium Hotel, rechts auch direkt am Fluss. In Triangül. Und die Hotels machen immer erst ungefähr ab Mai auf. Ab Ende April, Mai. Hier zum Sonnenuntergang mit einem wunderschönen Lichteffekt. Triangül ist ja auch bekannt für seinen See, für seinen tiefen Strand. Es ist sehr tief hier im Wasser. Die Hotels haben vom Außen immer eine sehr schöne Architektur hier. Hier zum Beispiel das Jador Hotel, sind wir gerade vorbeigefahren. Jador. Rio La Vitas Hotel, hier rechts. Also morgen wird es noch kalt. Wir haben heute Höchsttemperatur 11 Grad gehabt. Aber es wird die Tage besser mit dem Wetter. 14 bis 18 Grad soll es die Tage werden. Und wenn die Sonne scheint, ist das alles natürlich viel wärmer. Und hier gibt es auch sehr viele neue Hotels. Merhabalar, Arcadia Hotel. Und hier links hinter diesen Gebüschen, hinter diesen Bäumen, ist der See von Triangül. Und da vorne kommen wir jetzt zum ersten Hotel hier am Fluss von Triangül. Das ist das River Lake Hotel oder Lake River Hotel. Das war das erste Hotel hier am Fluss, was hier gebaut wurde damals. Das Lake River Side Hotel in Triangül. Also hier hat man wenig Einkaufsmöglichkeiten, aber man kann hier mit dem Bus überall hinkommen, nach Side, nach Kumköy. Also wenn man von hier zu dem Busbahnhof nach Side fährt, von Side aus kommt man auch überall hin, wo man gerne hin will. Und hier einmal die strahlende Sonne gegenüber, liebe Leute. Und hier wird auch in Triangül eine Einkaufsmeile gebaut und die ist gleich hier links, wenn man in Triangül reinfährt. Das ist auch von hier zu sehen.
Das ist ja mal die Einkaufsmeile von Titriengöl. Aber wir fahren rechts lang. Wir fahren außen herum und fahren dann durch Sorgun hier wieder zurück. Und das Blaue hier ist ein Fahrradweg ganz rechts, liebe Leute. Und ganz rechts ist das natürlich eine Fußgängerzone. Und die beiden Streifen hier gelten beide für Autos in die Richtung, die wir gerade fahren. Weil links gibt es dann auch nochmal in die andere Richtung zwei Spuren. Also hier hat man zwei Fahrspuren. Ein Fahrradweg und einmal Fußgängerweg. Und wenn man da vorne am Fluss entlang geht, gibt es nochmal einen Fahrradweg und eine Fußgängerzone. Und hier einmal gibt es ein Restaurant, das heißt Kazan Restaurant. Hier kann man auch gut essen und trinken, liebe Leute. Also, soviel ich weiß, hat mal eine Frage, gibt es Hotels, wo keine Russen sind, die keinen Aufnahmen möchten? Also, soviel ich weiß, haben hier in Titriengöl alle Hotels auch Russen oder allgemein aus Block. Und wenn man hier jetzt rechts reinfährt, kommt man direkt zum Manavgat Zentrum. Und wenn man da vorne dann links abbiegt, kommt man zum Akdeniz Krankenhaus. Da waren sicherlich viele zum Test, zum Corona-Test während der Pandemie, weil man hat ja einen Test gebraucht, einen Negativtest, um wieder ausreisen zu dürfen. Und das war da vorne im Akdeniz Privatkrankenhaus. Also übersetzt heißt das Mittelmeerkrankenhaus, hat so einen Test angeboten bei sich im Krankenhaus. Und hier links ist es ein Wald, ein großer Wald. Man sollte nicht unterschätzen, da kann man sich drinnen verlaufen, wenn man im Wald sein sollte. Sogar ich habe manchmal die Gedanken, wo kann man da rein und wo kann man da wieder raus aus dem Wald. Das sieht man jetzt hier auch bei uns am Weg. Dass es hier ein großer Wald ist und hauptsächlich aus Pinienbäumen, liebe Leute, besteht der Wald in Sorgun und Titriengöl. Und wir sind gerade am Sonnenuntergang, aber was man hier durch die Bäume gerade nicht so sehen kann, aber man sieht hinten das schöne Licht der Sonne, schon ein bisschen abendrot gegenüber, wenn man geradeaus schaut. Und an der Kreuzung hier rechts kommt es auch wieder nach Manavgat und auch wieder zum Akdeniz Krankenhaus. Aber wir fahren hier geradeaus, weil wir nach Sorgun fahren. Aber hier einmal der Blick in die Straße Richtung Krankenhaus. Und das ist hier schon eine sehr schöne, ruhige Gegend. Und ich habe hier schon sehr oft Landschildkröten von der Straße genommen. Weil hier zufällig Schildkröten auf der Straße waren. Also das ist mir die letzten 10 Jahre bestimmt 3 oder 4 Mal passiert, dass ich hier von der Straße Schildkröten geholt habe. Und natürlich beim Wald ausgesetzt habe. Und wenn man hier rechts fährt, kommt man zum Busbahnhof von Manavgat zur Nova Mall. Hier rechts eine Einkaufsmeile
geschlossenes Zentrum, also Einkaufszentrum. Aber wir fahren hier links weiter Richtung Side, Richtung Sorgun, wo wir uns hier halt auch den Weg anschauen und gleich an den Hotels in Sorgun vorbeifahren. Und da wurden auch viele Bauten gemacht. Die Straßen wurden da auch erneuert. Die Kanalisation wurde erneuert. Und hier fahren wir links und rechts von uns ist hier Wald. Und wie gesagt, das ist ein großer Wald hier in Titrengül und Sorgun. Also sehr schön zum Wandern. Zum Fahrradfahren. Und um Zeit zu vertreiben. Und sogar hier machen viele am Wochenende Picknick hier. Links und rechts kann man hier auch, wie gesagt, schön sitzen. Man muss nicht unbedingt in den Wald reinfahren. Und das ist ja eine ganz scharfe Kurve. Hier sollte man immer ein bisschen langsamer fahren. Und wir werden jetzt hier links abbiegen. Wenn wir geradeaus weiterfahren, wird es nach Side kommen. Vor uns ist das Ali Bay Hotel und dahinter ist das Sueno Hotel. Und hier rechts ist eine Reiterschule, also eine Reitschule. Aber wir fahren hier links Richtung Sorgun, durch Sorgun und schauen uns da mal an, was sich hier alles getan hat. Und man sieht auch, dass hier sehr viel Wald ist. Und hier ist das Robinson Club Pamphile Hotel hier rechts. Das Turquoise Hotel hier gleich rechts gegenüber von uns. Und der Mond ist auch schon zu sehen hier über uns. Liebe Leute. Und hier rechts kommt gleich das Voyage Hotel. Ist auch ein sehr, sehr schönes Hotel. Und hier links sind keine Geschäfte. Hier ist alles Wald. Und das Arcanus Resort Hotel ist hier, liebe Leute. Und wie gesagt, hier wurde auch viel unterirdisch gebaut und die haben gute Fortschritte gemacht, sehe ich hier. Jetzt sind wir auch an einem LKW vorbeigefahren da. Und hier nochmal der Mond. Sieht wirklich toll aus heute.
Und hier nochmal an einem Hotel der Baruz vorbei. Hier rechts. TUI Sensatori Hotel. In Sorgun. Also lange brauchen die hier nicht mehr, um den Weg fertig zu bekommen. Bis Mai wäre das alles kein Problem. Und die Tour geht weiter. Gleich sind wir vorm Blue Waters Hotel. Hier steht auch Blue Waters Club. In Sorgun. Und so schaut's aus, heute hier in Sorgun. Am 14. März 2022. Und jetzt fahren wir hier am Pegasus World Hotel vorbei, was auch ein großes Hotel sein soll. Also die haben gute Fortschritte gemacht und von hier hat man auch noch mal einen schönen Blick in die Berge vor dem kleinen Sportplatz hier. Und hier ist das Paloma Finis Hotel. Und wenn man da vorne geradeaus kann man nicht fahren, rechts abbiegen, kommt man zum Paloma Aldeana, glaube ich, müsste das heißen. Aber wir fahren links in Richtung Titreanjöl. Bei dem Video davor hatte ich euch von Titreanjöl, der Promenade bis zur Flussmündung, die aktuelle Lage gezeigt. Da sind wir mit dem Geländewagen hochgefahren bis zur Flussmündung. Und das kann man sich noch anschauen, weil ich die Videos ja abspeichere. Dankeschön, das wünsche ich auch. Und genau gegenüber von uns ist die Einkaufsstraße von Titreanjöl. Und weil man hier wirklich zwischen den ganzen Wäldern ist, ist es schon, sieht es sehr dunkel aus. Und hier mal die Einkaufsmeile von Titreanjöl. Und wir fahren noch hoch zum Strand und schauen uns da noch mal den schönen Sonnenuntergang dann an. Den Weg sind wir vorhin losgefahren. Also hier sind wir auch vorbeigefahren vorhin. Gerne, es freut mich, wie gesagt, sehr, wenn es gefällt. Und hier sind wir wieder beim Lake River Cedar Hotel, das erste Hotel hier am Fluss.
von die Tränengöl. Und hier rechts hinter diesen ganzen Bäumen und Gebüschen ist der See Fontitriangül, liebe Leute. Da hatte ich euch auch vor Tagen ein Video gemacht gehabt. Und hier einmal links das Arcadia Hotel, was auch ein neues Hotel ist, das Arcadia Sorgon. Und hier rechts ist, wie gesagt, alles Wald. Und das Port River Hotel hier rechts, hier links meine ich. Entschuldigung, links war gemeint. Das Rio La Vitas Hotel und das Jado Hotel, alle nebeneinander hier. Alle am Fluss. Und da vorne das große Hotel, das Diamond Premium Hotel. Also von der Architektur hier sind die Hotels hier sehr schön. Das hatte ich euch ja auch vorhin schon gesagt gehabt. Das Diamond Premium. Und danach kommt das Bosporus Hotel und dann fahren wir noch mal rechts hoch zum Strand und schauen uns mal, ich glaube nicht, dass wir den Sonnenuntergang noch schaffen werden, aber das schöne Abendrot werden wir sicherlich noch sehen da vorne, weil so weit ist es da nicht mehr hin. Und hier mal das Bosporus Hotel. Und dann nehmen wir gleich das Watercedar Resort und Spa. Und hier sind wir wieder links auf dem öffentlichen Grillplatz hier von Tetreangül. Und jetzt fahren wir hoch auf die Promenade von Tetreangül. Und man sieht den Abendrot. Vom Sonnenuntergang. Die Sonne ist untergegangen, liebe Leute. Und somit sind wir durch Tetreangül und Sorgun gefahren und haben uns die aktuelle Lage angeschaut und sind jetzt hier wieder am Strand von Tetreangül angekommen. Und diese schöne Aussicht wollte ich gerne euch auch zeigen und mit euch teilen. Für alle, die das Meer vermissen. Und man sieht auch
dass hier viele Autos sind, die gerade den Sonnenuntergang genossen haben, den romantischen und schönen Anblick. Hier live in die Tränengirl. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch dann alle einen schönen Abend und für alle, die das Video verpasst haben, das Video wird abgespeichert und das wird nochmal in HD runtergeladen und bei YouTube hochgeladen. Bei Unterlässige Livestream könnt ihr euch das Video dann nochmal anschauen und alle Videos, die ich mache, auch mit der Playlist von Titrengül oder von Side oder von Cholakle, teile ich bei YouTube nochmal alle Videos in einer Playlist von den Orten hier, die wir hier haben. Und ich würde mich da auch natürlich über ein Abo sehr freuen bei YouTube, weil ab 1000 Abonnenten kann man bei YouTube auch live gehen. Und dann ist das auch eine viel höhere Qualität bei YouTube. Also ich würde mich dort bei YouTube auch bei Unterlässige Livestream über ein Abo sehr freuen. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Ich danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.